Ja, hallo, ich bin Gregor Leschik und ich habe die Freude, das Projekt Kraft und Beistand künstlerisch zu leiten. Kraft und Beistand ist ein Projekt von, für und mit Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das heißt, jeder, jede mit einer chronischen Erkrankung ist eingeladen, an diesem Projekt mitzuwirken. Wir werden gemeinsam auf die Suche gehen, so die ja, was die Erkrankung so mit sich bringt, mit wem man denn da so alles redet, welche Erfahrungen man da gemacht hat und wo man Kraft hernimmt, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, um damit umzugehen. Wer oder was gibt einem Kraft? Ja, also die Perspektive ist jetzt nicht nach hinten und alles, was schlecht ist, sondern nach vorne raus. Wie geht es weiter? Wo sind Kräfte, die wir nutzen können, um damit umzugehen? Und das alles auch in einer sehr humorvollen Form. Das ist mir immer ganz wichtig bei meinen Projekten. Also das Lachen, einfach auch die Freude am Spielen, am Theaterspielen, sich auszuprobieren. Also diese freudvollen Elemente, die das Theater so mit sich bringt, die einfach auch ausprobieren. Ja, wer Interesse hat, gerne kommen. Wir gehen dann gemeinsam auf die Suche, wir probieren ganz viel aus, wir gucken uns das gegenseitig an. Genau, also ich bin hier nicht der klassische Zampano oder Regisseur, sondern ich entwickle meine Projekte immer mit den Menschen zusammen, mit denen ich arbeite. Und dann kommt man immer auf die ganz verrücktesten und erstaunlichsten Ergebnisse, die man vorher also so gar nicht planen kann. Und das finde ich immer spannend und da bin ich auch sehr neugierig auf euch, auf das, was ihr mitbringt, was ihr für Ideen habt, was ihr gerne erzählen möchtet. Ja, also wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen. Wir treffen uns das erste Mal am 19. Februar um 18:30 Uhr im Bürgerhaus Stollwerk. Das ist in Köln in der Dreikönigenstraße 23. Da treffen wir uns oben im Raum 416 unterm Dach. Ein wunderschöner Raum. Da haben wir auch viel Platz zum Probieren. Genau, der ist schön hell. Genau, also alles prima. Genau, und ja, wer Interesse hat, gerne vorbeikommen und dann gehen wir los. Also man ist auch nicht verpflichtet, gleich mitzumachen. Ihr könnt auch gerne einfach mal kommen und gucken, ob es euch gefällt und ihr dann weitermachen wollt. Genau, aber dann gehen wir auf die Suche und gehen voran und machen echt eine schöne Sache. Bis dann.